Wir glauben, dass dieser Ort unglaublich wichtig wird für Berlin. Es ist auch ein Ort der Bildung, es ist auch ein Ort, an dem junge Menschen, Kinder, Schüler Zugang zur Religion und zu auch anderen Religionen finden können. Und wir glauben, dass das öffentliche Bekenntnis zum Thema Religion an diesem Ort, ohne sich auf eine Religion zu fixieren, genau der Ansatz ist, um Religion anders in der Öffentlichkeit darzustellen als bisher. Nein, es hat natürlich eine große Symbolkraft, wenn man tatsächlich diesen Willen zur Gemeinsamkeit auch in einem gemeinsamen Haus zum Ausdruck bringt. Und der architektonische Entwurf, der dafür vorgesehen hat, hat, glaube ich, ein großes Potenzial, das auch sehr stark nach außen zu tragen. Weil zum Beispiel auch Deutschland einen so historischen Hintergrund hat. Und ich denke, das ist wichtig zu zeigen, dass alle Menschen zusammengehören, auch wenn wir alle unterschiedliche Ideen und Vorstellungen vom Leben haben. Wir leben natürlich in einer sehr komplexen, komplizierten Zeit und es ist sehr spannend, wenn Menschen zusammenfinden. Und ich glaube, das funktioniert hauptsächlich über den Dialog um das Miteinander. Dazu bedarf es erstmal einer Begegnung. Weil wir auch vor allen Dingen in Deutschland sehr viele unterschiedliche Kulturen haben. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir die alle in einem Platz vereint haben. Dieses hier kann der Ort für Begegnung sein und einfach als Vorbildfunktion in dieser Welt einfach dastehen für mehr Miteinander, für Akzeptanz, Toleranz und ja, Dialog. Je reicher, je vielfältiger, je bunter eine Gesellschaft ist, umso besser. Je mehr ich andere Traditionen kennenlerne, auch andere religiöse Traditionen. Es ist wichtig, weil Deutschland und Berlin ist eine multikulturelle Seite und es ist sehr wichtig, dass wir sind verschiedene und wir müssen lernen, zu einem mit anderen leben. Wenn wir daran denken, dass heute viele Gewalttaten im Namen der Religion stattfinden, dann denke ich, dass wir uns unter anderem auch in religiösen Themen austauschen können und somit voneinander profitieren können. Nicht nur religiösen, sondern auch unter anderem philosophischen Themen gemeinsam austauschen können und gerade durch Meinungsfreiheit insbesondere voneinander profitieren können. Berlin ist sozusagen quasi die Stadt der Vielfalt, die Stadt der Freiheit, auch der Freiheit der Religion, auch der Freiheit der Säkularität. Und deshalb finde ich ein solches Projekt sozusagen außerordentlich angemessen für eine Stadt wie Berlin.